Hallo zusammen und willkommen zum zweiten Teil des Innenarchitektur-Tutorials Interior Design des Hotelzimmers. Das ist das, was wir gestern gemacht haben und das, was jetzt gleich folgt. Und wir legen auch sofort los mit der Markertechnik. Das heißt, wir gehen mit einem Marker in die Skizze hinein und erarbeiten uns so ganz grob den Rahmen, dass wir wissen, wo wir was skizzieren. Mit einem grauen Ton die Paneelen ein bisschen ganz leicht angedeutet. Sparen so ein paar Sachen aus. Also vielleicht nochmal für den Hinweis, für diejenigen, die den ersten Teil nicht gesehen haben, da geht es darum, wie man einen Raum ganz schnell in Perspektive skizziert, das Ganze wirklich in 4-5 Minuten zu Papier bringt. Und dann vielleicht nochmal, wie man das jetzt hier sieht, 3-4 Minuten braucht, um das farbig auszuarbeiten. Das Ganze könnt ihr bei uns als Workshop-Fortbildung lernen. Also wenn ihr das Ganze beruflich braucht, ihr seid Interior-Designer, Raumausstatter, Innenarchitekten oder andere Bereiche, Tischler, Küchenbauer, und braucht immer wieder solche Ideen für euch im Team zu präsentieren oder dem Kunden mal vor Ort mal zu zeigen, dann können wir euch das wirklich in der Schnelligkeit auch beibringen. Also wir schaffen das, dass ihr seit 2 Tagen wirklich solche Skizzen annähernd gut könnt. Natürlich ein bisschen Übung noch dazu, aber die bis jetzt meisten Teilnehmer haben dann praktisch die entscheidenden Tipps und Tricks drauf, um solche Sachen zu skizzieren. So, da sieht man, wie wir jetzt mit einem warmen Grauton das Ganze nochmal ein bisschen mehr vertiefen. Das heißt, so mit wenigen Markern kann man da schon ordentlich was erzeugen. Hier auch so ein bisschen die Kissen passend, die Tagesdecke, die dann nochmal liegt, mit Schatten, weil der Licht von der Seite kommt. Die Kissen, die nochmal Schatten nach unten werfen. Also wirklich mit ganz, ganz, ganz wenigen Elementen ziemlich viel Raumtiefe. Das Ganze hier auch nochmal bei den Vorhängen. Unter den Betten ein bisschen Schatten vielleicht hier. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, mit dieser Leichtigkeit zu arbeiten, die Sachen sehr schnell zu skizzieren. Das ist wirklich nicht kompliziert. Wenn man so die Grundlagen beherrscht, dann könnt ihr das auch wirklich relativ schnell. Zum Schluss, wie immer, so die letzten feinen Kontraste. Ihr merkt sofort, was das ausmacht. Das bekommt dann so diese ganz entscheidende Tiefe. Damit wirkt die Zeichnung auch noch so ein bisschen kraftvoller. Und da kann man so ein bisschen die Bereiche fokussieren, die einem wichtig sind. Wenn es jetzt zum Beispiel mal irgendwo in der Schublade ein besonderes Element ist, dann ist dafür eigentlich so ein 2B perfekt geeignet. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir grundsätzlich nie ein Lineal benutzen, nie radieren. Das werden wir euch genauso beibringen. Wenn ihr das bei uns als Workshop besucht, gibt es nicht. Wir haben so etwas nicht und machen das damit auch nicht, weil es uns wichtig ist, dass ihr wirklich eine perfekte Freihandskizze daraus macht und nicht anfängt, sich Sachen auszumessen und gerade Linien zu zeichnen. Dafür sind wir nicht zu haben. Also wir sind wirklich für die ganz schnellen, feinen Handskizzen, die euch natürlich sofort weiterhelfen und nicht mit solchen Konstruktionen aufhalten. Ja, das ist nochmal das fertige Ergebnis und dann nochmal der Hinweis, wenn ihr das beruflich macht, schaut einfach unter akademieruhr.de oder studienbezogen mappenvorbereitungskurs.de und ansonsten hier onlinekurse.akademieruhr.de. Da gibt es noch so ein paar ausgewählte Tutorials und hier nochmal der Hinweis, je nachdem, was euch vorschwebt. Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme. Lieben Dank, danke für die positiven Bewertungen und bis bald, euer Akademie Ruhr Team.